Schlaf ist das heutige Thema. Knapp ein Drittel deines Lebens schläfst du. Daher versuche ich mit euch zusammen, die Wissenschaft dahinter zu verstehen, um euren Schlaf studienbasiert zu optimieren. Ich habe einige Studien für euch vorbereitet, die sehr sehenswert sind und Methoden zur Verbesserung, die jeder nachmachen kann. Nur dass diese wirklich in Studien mit einer Wirksamkeit hinterlegt sind. Es gibt viele Methoden. Schlafstörungen sind ein häufiges Gesundheitsproblem, von dem ca. 10-25%, also fast ein Viertel der Menschen, also der allgemeinen Bevölkerung, betroffen sind. Ein akkumulierter Schlafmangel kann das Risiko für Stimmungen und Angststörungen, kognitive Beeinträchtigungen und eine Vielzahl von Erkrankungen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettleibigkeit, erhöhen. Angemessener Schlaf von hoher Qualität und optimaler Dauer erleichtert die Gedächtnisverarbeitung und das Lernen. Es trägt zur Aufrechterhaltung der Konzentration, der exekutiven kognitiven Funktion, zur sensormotorischen Integration und Gedächtnisverarbeitung bei. Schlafmuster und Gewohnheiten unterscheiden sich je nach Alter, beruflichen Anforderungen, sozialem Engagement, psychiatrischen und somatischen Erkrankungen, also das heißt geistig und körperlich, ja, sowie individuellen physiologischen Merkmalen. Junge und ältere Erwachsenen wird empfohlen, jede Nacht 7-9 Stunden zu schlafen. Die neue Literatur zeigt jedoch, dass die meisten jungen Erwachsenen weniger als die empfohlene Schlafdauer erreichen. Und genau darum kümmern wir uns in diesem Video. Ich habe so viele Studien wie möglich versucht zu finden für Mechanismen, die den Schlaf nachhaltig positiv beeinflussen. Denn man kann es schaffen, jede Krankheit in sich zu manifestieren, wenn man nur zu wenig schläft oder beziehungsweise genug zu wenig schläft, um es erlaubt zu sagen. Als erstes spielt das Gewicht eine Rolle. Denn Fettzellen sondern viele Hormone aus, die das Hormongleichgewicht systemisch allgemein im Körper stören können. Dies fand Anklang in einer Meta-Analyse aus 18 Studien, in der das Gewicht von jungen Erwachsenen in Zusammenhang gebracht wurde mit der Schlafdauer und der Qualität, da kommen wir gleich zu. Es kam zu statistisch signifikanten Korrelationen. Ne? Übergewicht begünstigt schlechten Schlaf. Die Ergebnisse dieser systematischen Überprüfungen und Meta-Analyse deuten darauf hin, dass die Schlafqualität bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Rolle bei der Assoziation von Schlaf und Adipositas spielen könnte. Wichtig ist aber nicht nur die Dauer, sondern auch die Qualität. Und dort waren die Ergebnisse eher schwach und auch die Verzerrung der Studienauswahl war nicht ganz optimal. Deshalb fand ich diese Studie hier, 220 Koreanern. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, ein schlechter Schläfer zu sein, doppelt so hoch ist, wenn man Übergewicht hat. Nach Berücksichtigung wie Alter, Geschlecht, Nationalität, wobei keine Ahnung, warum diese hier eine Rolle spielt, und Stress, ja, waren die Probanden, die eine schlechte Schlafqualität aufwiesen, mit einer zweifach höheren Wahrscheinlichkeit übergewichtig und fettleibig als diejenigen, die eine gute Schlafqualität aufwiesen. Gegen Übergewicht hilft vor allem intermittierendes Fasten, das heißt nicht die unbedingt die Kalorienmenge reduzieren, das auch natürlich, wenn man zu viel konsumiert, aber eher die Frequenz der Mahlzeiten etwas herabzusetzen, dass die Lipolyse, das heißt die Spaltung von Fett bei dem Körper, besser vorangetrieben werden kann. Ja, das heißt Sport auch sehr wichtig und eine ballaststoffreiche Ernährung, die das Volumen des Magens früh einnimmt und die Sättigung eher eintritt, ja, also pflanzenbasiert, ganz klar. Auch scheinen ätherische Öle einen Einfluss zu haben. Eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2021 aus 34 Studien kam zu folgendem Ergebnis. Die Inhalation von Aromatherapien ist wirksam bei der Verbesserung von Schlafproblemen, ja, oder Schlaflosigkeit. Ja. Daher ist es wichtig, spezifische Leitlinien für die effiziente Inhalation von Aromatherapien zu entwickeln. Doch woran mag das liegen? Wenn der Duft eingeatmet wird, gelangen die Duftmoleküle durch das Nasendach in das Rachenepithel und stimulieren die Geruchsneuronen. Dies führt zur Ausschüttung von Hormonen in der Hirnanhangdrüse, auch Hypophyse genannt, sowie von Peptiden. Insbesondere Endorphine, ja, eines der ausgeschütteten Peptide, ist wirksam bei der Behandlung von Schlafstörungen, die durch Depressionen und Angstzustände verursacht werden, sowie bei der Verringerung von Schmerzen und chronischem Stress. Besondere Öle präsentiere ich jetzt gleich hier und vor allen Dingen einfach einen Zerstäuber sich heranschaffen, den ist sehr leicht online zu erwerben. Ja. So, und die besten Öle habe ich für euch einmal recherchiert, kurz aufgelistet. Lavendelöl, Bergamotte, Bergamottminze, Melissenöl, Orange und Tonkabohne. Nächstes Thema.
Meditation. Eine Meta-Analyse aus 18 Studien zeigte den Zusammenhang zwischen den beiden. Wir sehen hier, kam es zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der Schlafqualität. Darüber hinaus gab es Hinweise darauf, dass Achtsamkeitsmeditationen, Interventionen, die Schlafqualität im Vergleich zur Kontrollgruppe nach der Intervention statistisch signifikant verbesserte. Aber es geht hier um eine bestimmte Art von Meditation, also Achtsamkeitsmeditation, die euch ebenfalls helfen könnte. Ich habe euch mal die Definition herausgesucht, vielleicht für viele, die es nicht wissen genau, was es ist, und auch ich wusste nicht genau, was es ist. Ja. Also Achtsamkeitsmeditation ist allgemein betrachtet das nicht wertende Wahrnehmen der Dinge, so wie sie sind, ja, im Hier und Jetzt. Das heißt, es geht darum, mit dem, was gerade passiert, im Kontakt zu sein und nicht wie sonst oft im Alltagsleben ständig in den Gedanken abzudriften. Ja? Das heißt, entweder ist man in der Zukunft oder man ist in der Vergangenheit, aber man ist ganz selten in Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Das lässt erstmal zu, quasi, dass wir abschalten können, ne? Wenn wir wirklich im wirklichen Hier und Jetzt sind einfach. Ne? Zum Schluss möchte ich euch noch einen Tipp geben mit einer Rotlichtbrille, die ihr mal hier eingeblendet sieht. Die habe ich übrigens auch zu Hause. Und die nutze ich abends. Abends mache ich auch meistens immer Videorecherche für meine Videos hier. Und dann nutze ich immer diese Brille, weil diese Studien sind meistens auch immer weiß und das ist total hell, das Licht. Ja. Und daher nutze ich immer diese Brille. Die blende ich hier mal kurz ein. Das ist ein super Tipp auf jeden Fall. Wir berichten hier, dass das Tragen von bernsteinfarbigen BB-Linsen eine Woche lang 2 Stunden vor dem Schlafengehen bei Personen mit Schlaflosigkeitssymptomen zu einer signifikanten Verbesserung des Schlafes im Vergleich zu klaren Linsen führte. Ja, das sehen wir hier in dieser Studie, wurde das einmal hier evaluiert. Das liegt daran, dass das kurzwellige Licht, also ca. 400 Nanometer, also das blaue Licht, ja, so alles drüber ist dann quasi Infrarot, so ab 700 Nanometer, also langwellige Wellen, ja, die Melatoninproduktion einschränkt. Damit entlasse ich euch auch schon im Video. Ich denke, jetzt waren viele Tipps dabei. Auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Das ist meine einzige Einnahmequelle. Da gibt es viele mega tolle Produkte, die auf euch jetzt warten. Bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Like nicht vergessen und kommentiere. Ich lese jeden Kommentar. Danke.